Ja, und einer, der noch nicht voll qualifiziert ist, aber dennoch unterrichten möchte, sitzt nun bei mir im Studio. Ich begrüße den Jugendsprecher von Liebenau im Mühlviertel, Herrn Benedikt Mittmannsgruber. Hallo Herr Peter Klien, ich bin der Benedikt Mittmannsgruber. Schönen guten Abend, Herr Mittmannsgruber. Wie ist es in Ihrem Heimatort? Ist hier der Lehrermangel auch schon spürbar? Ich mache selbst gerade ein Praktikum an der Hauptschule bei uns im Ort. Ja, die nehmen gerade jeden. Ich unterrichte Jugendliche in Deutsch mit einem Kollegen im Teamteaching. Mein Kollege ist 65 Jahre alt, kurz vor seiner Pensionierung. Und es gibt in seinem Leben insgesamt zwei Sachen, die er so richtig hasst. Erstens Kinder. Und zweitens Benedikt Mittmannsgruber. Wir machen bei ihm jede Stunde Rechtschreibung und Grammatik. Die Kinder müssen jedes Mal eine Stunde lang Wortarten bestimmen. Der Typ ist süchtig nach Wortarten und nach Crystal Meth aus Tschechien. Er organisiert die gesunde Jause. Außerdem ist er rassistisch und so ein bisschen rechts. Also ein bisschen rechts für oberösterreichische Verhältnisse. Es wird ja auch versucht, Lehrerinnen und Lehrer aus der Pension zurückzuholen. Ja, das merkt man vor allem daran, dass beim Schulbuffet immer mehr Leute schreien, zweite Kasse bitte. Einerseits finde ich, dass es eine gute Idee ist, weil die haben das Unterrichten nicht verlernt. Aber andererseits ist es auch ein ziemliches Risiko. Bei uns haben sie jetzt zum Beispiel in Rotsberger Manfred aus der Pension zurückgeholt. Der ist mittlerweile 95 Jahre alt und kann in Geschichte nicht nur unterrichten, sondern auch als Zeitzeuge auftreten. Er war in Stalingrad live dabei. Der Rotsberger Manfred hat im Krieg leider einen Fuß verloren und jetzt probiert er, dass er sich als Lehrer ein zweites Stammbein aufbaut. Die fehlenden Posten will ja jetzt der Bildungsminister Polaschek mit Quereinsteigern besetzen. Kann so etwas Ihrer Meinung nach funktionieren? Ja, die Anforderungen sind wirklich so gering wie noch nie. Wer mag, kann sich auf der Homepage vom Bildungsministerium einfach informieren. Wer jetzt zum Beispiel Turnlehrer werden will, bei dem reicht es, wenn er einfach eine Sporttasche besitzt. Endlich wieder Jobaussichten für Hartz IV Strache. Pensionisten und Quereinsteiger werden den Lehrermangel insgesamt aber nicht stoppen. Es werden ja sogar Soldaten für den Unterricht herangezogen. Das finde ich persönlich aber gar nicht so schlecht. Es gibt ja einige Parallelen zwischen Schule und Bundeswehr. Zum Beispiel hält man beides nur aus, wenn man mindestens 2 Promille Alkohol im Blut hat. Das ist bei uns im Mühlviertel ein leichtes Damenspitzel. Bei uns unterrichtet auch jetzt der Bundeswehrsoldat seit ein paar Wochen und er bringt einige interessante Beispiele aus seiner Praxis mit. Letztens hat er zum Beispiel in Mathe die Aufgabe gestellt, die ist so gegangen. Ein Panzer fährt mit einer Geschwindigkeit von 30 km/h. Wie viele Kilometer legt er zurück, wenn kein Geld für Benzin da ist? Ah. Ich hab's nicht gewusst. Gut, dann also vielen Dank für Ihre Einschätzungen und den Besuch im Studio. Sehr gerne. Benedikt Mittmannsgruber. Okay.